Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Adventskalender-Tür Nummer 7. Heute begrüße ich euch zu einer Tour und Demonstration meiner Zungenorgel, die ihr schon in manchen Videos gesehen und gehört habt. Ich beginne mit den Basisdaten. Das Instrument nennt sich Musicus Studio, hat 49 Tasten, hat zwei Register, und zwar einmal das Bassoon und einmal hier die Clarinet, die man hier mit dem Master koppeln kann, aber auch sich selbst. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch später im Video. Diese Orgel hier wird mit Luft betrieben, die von einem Gebläse kommt, und das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. So, wir sehen hier einmal den Ein- und Ausschalter, und wir sehen hier, dass das Instrument an eine normale Steckdose angeschlossen wird, denn hier unten, wenn ich es so drehe, befindet sich das Gebläse. Und zwar haben wir hier, wenn wir genau hier hinsehen, den Gebläsemotor, und den schalte ich jetzt einfach mal an. Es klackt laut und los geht's. Also, wir haben hier den Gebläsemotor, und wir haben ja auch schon direkt die erste Besonderheit, und zwar hier der Hebel. Dieser Hebel lässt sich nach hinten drücken. Und was hören wir? Wir hören das Gebläse, das dann lauter wird. Und was genau passiert hier? Ich schalte jetzt einfach mal das Bassoon ein und drück eine Taste, und wenn ich jetzt den Hebel hier nach hinten drücke, hören wir, dass die Luft bei den Zungen abgeschwächt wird. Und jetzt möchte ich gerne mal kurz die Begrifflichkeit klären von wegen Zungenorgel. Und ich denke mir einfach, dass dieses Instrument Zungenorgel genannt wird, weil es eben ein Gebläse hat und weil sich hier im Gehäuse irgendwo die zwei Zungenreihen befinden, die hier zu den Registern da gehören. Und deswegen denke ich, dass es eine Zungenorgel ist oder ein Harmonium, das anstatt eines Blasebalges ein Gebläse hat. Wie dem auch sei, ich sage auf jeden Fall dazu Zungenorgel. So, wir haben hier 49 Tasten und zwei Register. Und zwar haben wir einmal hier das Bassoon, das zum tiefen C beginnt. Und hier beim C6... Ja, richtig, C6 aufhört. Dann haben wir hier die Clarinet, und das liegt eine Oktave höher. Somit entspricht der Tonumfang einer 8-Fuß-Orgelpfeife, wie wir sie in Kirchen oder Konzertorgeln oder Kinoorgeln vorfinden. Und jetzt zeige ich euch die Besonderheit hier von den Registern. Ich schalte die Orgel wieder an und beginne mit dem Bassoon. Also wir haben hier einen wirklich schönen, satt klingendes Zungenregister, und wir haben hier auch, wie gesagt, die Clarinet. Und diese klingt tatsächlich etwas anders wie das Bassoon. Und jetzt zeige ich euch eine Besonderheit. Und zwar, diese zwei Register lassen sich dynamisch zusammenschalten oder abschalten oder wie auch immer. Und zwar geht es folgendermaßen: Ich drücke zuerst aufs Bassoon und spiele hier mal. So,
Dann drücke ich jetzt ganz langsam auf das Register Clarinet. So, und jetzt hören wir mal, was passiert. Oh, wir hören also, dass das Register Clarinet sich dynamisch dazu schalten lässt. Und wenn ich jetzt noch mal etwas weiter drauf drücke, dann hören wir das Register Clarinet ist komplett da. Und wenn ich jetzt wieder auf Bassoon gehe und langsam drücke und noch ein bisschen mehr, und noch ein bisschen mehr, und noch ein bisschen mehr, dann hören wir, dass sich diese beiden Register hier dynamisch voneinander oder gegeneinander einschalten und ausschalten lassen. Und wir haben hier den Master, den ich ebenfalls sehr dynamisch kontrollieren kann. Also ich tue mal ein bisschen drauf. Noch mehr. Und jetzt ist er voll da. Und jetzt kann ich entweder auf Bassoon oder Clarinet gehen und das Ganze wieder zum entsprechenden Register, was ich haben möchte, abschwächen. Also gehen wir mal auf Clarinet. So, dann haben wir hier jetzt wieder die Klarinette. Und wenn ich jetzt wieder auf Bassoon gehe, also auf Fagott und drücke ein bisschen weiter, dann hören wir, dass sich das Register langsam zuschaltet und das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und jetzt kommen wir noch zu einer Besonderheit und zwar die Zungen hier lassen sich dynamisch spielen. Also das heißt, wenn ich jetzt hier leicht drauf drücke, dann kann ich die Tonlage und den Klang der Zungen verändern, beziehungsweise die Lautstärke. Aber das funktioniert nur hier in diesen unteren Lagen wirklich gut, weil da die Zungen sehr, sehr empfindlich auf den Wind reagieren. Und je höher ich gehe, umso weniger empfindlich wird es. Und das Ganze nochmal bei der Clarinette. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und was noch besonders ist, dass wenn man die Orgel ausschaltet, das mache ich jetzt mal einmal bei Bassoon, und zwar wenn ich jetzt die tiefe Taste drücke und die höchste Taste drücke, dann kann man genau hören, wann die Zungen bei dem Wind ansprechen oder wann sie aufhören zu schwingen und wann sie wieder anfangen zu schwingen, wenn ich die Orgel anschalte. Jetzt schalte ich sie erstmal aus. Wir hören, dass das tiefe C sehr, sehr lange nachschwingt. Und jetzt schalte ich sie wieder an. Wieder voll da. Und wenn ich jetzt hier auf das C drücke und ausschalte, dann merkt man, es ist schon deutlich früher weg als das C.
Und wenn ich jetzt das Ganze auf Clarinet mache, so, das tiefe C. So, und jetzt schalte ich sie wieder an. Und jetzt das hohe C. Und weg. Also es geht schon sehr, sehr relativ schnell. Und es klingt wirklich schön, das Instrument, wie ich finde. Wenn ich jetzt also hier wieder auf Bassoon gehe und ein wenig die Klarinett dazu schalte, so. Klingt es deutlich mächtiger, als wenn ich Master komplett aufschalte. Wirklich schönes Instrument. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge hier gefallen. Und wenn sie doch euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst einen Like da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst einen Dislike da. Dann schreibt mir irgendwelche Kommentare, bla bla bla. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video morgen wieder. Ciao!